Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wenn man im Netz unterwegs ist, dann stößt man auf so einiges. Und Herr Präsident, gestatten Sie, dass ich hier mal zwei Sätze zum Besten gebe, und seien Sie versichert, das ist noch mit das Seichteste, was ich gefunden habe. Da schreibt jemand, ich zitiere, warum wird dieses Biest nicht gesteinigt? So einer hat doch null Charakter, für Geld und Macht verkauft die sich doch zur Not auch selbst. Oder ein anderer schreibt, kann der Alten nicht irgendjemand in den Kopf schießen? Das muss doch mal ein Ende haben. Beide Kommentare wurden an Facebook gemeldet. Und Facebook hat auch reagiert, und zwar mit folgendem Satz. Wir haben den von dir im Hinblick auf Verherrlichung drastischer Gewalt gemeldeten Kommentar geprüft und festgestellt, dass er nicht gegen unsere Gemeinschaftsstandards verstößt. Wenn man sich dann andere Ereignisse anschaut, die mit dem Netz zu tun haben, wird es noch tragischer. Eine 15-jährige Kanadierin wurde im Jahr 2012 auf einer Party von vier Männern erst betrunken gemacht und dann vergewaltigt. Es wurden Bilder angefertigt und die wurden ins Netz gestellt. Seitdem hat das Mädchen nicht mehr losgelassen. Sie wurde als Schlampe beschimpft. Ein Jahr später hat sie sich das Leben genommen. Und eine andere Kanadierin, die ist Opfer von Cybergrooming geworden. Mit 12 Jahren hat sie sich dazu verleiten lassen, intime Bilder von sich zu schicken. Und der Täter hat auch die ins Netz gestellt. Das Mädchen wurde drogenabhängig, alkoholabhängig und hat im Alter von 15 Jahren ihrem Leben ein Ende gesetzt. Und wenn wir das auf uns wirken lassen, dann glaube ich, es sind vier Erkenntnisse, die uns treiben müssen. Erstens, die Hemmschwelle im Netz sinkt. Wenn man sich nicht mehr Auge in Auge gegenübersteht, dann traut man sich ein ganzes Stück mehr. Zweitens, soziale Plattformen sind entweder nicht willens oder eben nicht in der Lage, dem entschieden entgegenzutreten. Und die dritte Erkenntnis, wenn erst mal etwas in die digitale Welt entsendet worden ist, um die Welt gejagt worden ist, dann ist es nicht mehr rückholbar. Und viertens, die Neugierde der Menschen kennt offenbar keine Grenzen, denn anders ist es nicht zu erklären, dass Prügelattacken millionenmal angeklickt werden, Mordvideos hunderttausendmal. Der Blick ins Internet, er offenbart Handlungsbedarf. Und ich denke, uns allen wäre es lieber gewesen, wenn Facebook und Co. gehandelt hätten, aber sie haben eben nicht geliefert. Und deshalb ist es nun an uns. Wir reden über eine sensible Materie, denn es geht um Meinungsfreiheit. Und wir wollen eben nicht, und da spreche ich für uns alle, in den Verdacht geraten, hier der Zensur Tür und Tor zu öffnen. Und dieses Gesetz, vor allem in der überarbeiteten Fassung, jetzt mit Zensur in Verbindung zu bringen, ich glaube, das wird dem Gesetz nicht einmal im Ansatz gerecht. Und ich will Ihnen dafür drei Argumente bringen. Zum einen zielen wir auf rechtswidrige Äußerungen ab. Und rechtswidrige Äußerungen sind eben vom Grundrecht der Meinungsfreiheit nicht gedeckt. Die zweite Erkenntnis, und ich glaube, auch das sollten wir nicht vergessen, Facebook löscht und filtert heute schon Äußerungen, aber letztendlich immer nach willkürlich selbstgegebenen Maßstäben, nämlich diesen Gemeinschaftsstandards, ohne dass das transparent ist und ohne dass nachvollziehbar ist, anhand welcher Maßstäbe Facebook welche Entscheidungen trifft. Und die dritte Erkenntnis, die ist für mich fast die wichtigste, liebe Kolleginnen und Kollegen, jede Zeitung, jeder Fernsehsender ist dafür verantwortlich, zu prüfen, bevor zum Beispiel ein Leserbrief veröffentlicht wird, bevor ein Interview ausgestrahlt wird, dass das keine rechtswidrigen Inhalte beinhaltet. Und genau diese Maßstäbe müssen wir selbstverständlich auch dort anlegen, obwohl natürlich klar sein muss, dass das Ganze de facto eine andere Dimension haben wird, weil wir über ein Massenmedium in der digitalen Welt sprechen. Ich glaube, der Schritt ist richtig und ich glaube, der Schritt ist überfällig. Justizminister Maas hat sehr früh das auf seine Agenda gesetzt und das war richtig. Und dann glaube ich aber, und auch das will ich Ihnen sagen, ich glaube, Sie haben zu lang auf den Gutwill von großen Konzernen vertraut und haben sich viel zu lang vertrösten lassen. Das führt jetzt am Ende dazu, dass wir auf der Zielgeraden dieser Legislaturperiode ein ganz wichtiges Gesetz verabschieden müssen. Und Gesetze, meine Damen, meine Herren, wenn wir sie beschließen, haben am Ende auch immer etwas mit Akzeptanz zu tun. Und allein, dass wir das jetzt so kurz vor knapp beschließen,
lässt bei vielen Menschen die Akzeptanz fehlen und viele denken, es wird einfach durchgepeitscht und das fällt leider in ihren Verantwortungsbereich. Ich bitte um Zustimmung, glaube, wir müssen diesen Weg gehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich schließe die Aussprache.